Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, Thema heute wird mal was ganz anderes sein, nämlich wie wirken sich Kinder auf eine bestehende Beziehung aus? Das ist natürlich jetzt logischerweise ein bisschen allgemein, da kann man natürlich vieles zu sagen, aber ich wollte mich einfach mal auf so ein paar Sachen fokussieren. Also erstmal ist es so, dass Kinder an der Paardynamik erstmal überhaupt nichts ändern. So, also ob man jetzt in so einem, sag ich mal, Attacke-Rückzugszyklus ist oder ob man vielleicht denkt, oh, ich stelle die Beziehung total in Frage, das ändert erstmal, also das kann man mit Kindern haben, kann man ohne Kinder haben. Was sicherlich immer ein großer Unterschied ist, also was die Forschung zeigt, ist, dass man mit Kindern einfach tendenziell deutlich länger zusammenbleibt, also viel mehr irgendwie versucht dann auch aufzuarbeiten oder wegen den Kindern einfach zusammenbleibt. Manchmal erholt sich die Beziehung dann wieder und man sagt vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt, das war gut. Nicht immer. Und was die Forschung aber auch schon sagt, ist, dass Kinder zumindest in jungen Jahren eine Beziehung jetzt rein statistisch erstmal unglücklicher machen. Der Effekt kehrt sich dann später um, wenn die älter werden. Und das liegt sicherlich einfach ja an zusätzlichen Stressoren, vielleicht auch so mittelbarer Stress durch Geld, was man mehr braucht. Ganz allgemein ist es ja so, dass wenn man als Paar vielleicht seine Kommunikationsmacken noch so einigermaßen im Griff hat, dass man völlig aus dem Ruder laufen kann, wenn einfach plötzlich Stress auftritt. Also ein Paar, was vielleicht so gerade noch gut klarkommt, kann so völlig aus dem Ruder laufen, wenn einfach irgendwo im Leben Stress auftritt durch einen Umzug, eine Krankheit, und letztlich gehören eben auch Kinder dazu, weil sie natürlich erstmal ja, das ganze Leben verändern, eine Menge mehr Arbeit bedeutet, man sich total umstellen muss, vielleicht dass einer nicht mehr arbeiten kann und so weiter und so weiter. Es gibt so ganz grob drei Phasen, in denen jetzt bei mir in der Praxis Paare kommen. Das ist die erste Phase ist, dass die kleine Kinder haben unter 6 Jahre, typischerweise mindestens zwei. Und man kann eigentlich so ganz allgemein sagen, dass die Paare, die jetzt zu mir kommen in dem Alter, die haben oft jetzt nicht so viel Themen mit Fremdgehen oder so, sondern es geht eigentlich darum, dass sie total gestresst sind aufgrund des Stresses, es so sehr festgefahrene Kommunikationsmuster gibt oder ständige Streits darüber, wer was macht, wer kümmert sich um das Kind, wer macht die Nächte. Manchmal einfach eine schlechte Absprache. Manchmal sind so Sachen, dass einfach die Frau vielleicht seit, weiß ich nicht, 9 Monaten nicht richtig geschlafen hat und völlig mit den Nerven runter ist, und eigentlich ja total depressiv ist oder Burnout oder wie auch immer man das nennen will. Und ja, und logischerweise gibt es dann auch Themen, ja, dass der Mann vielleicht seine Rolle nicht so richtig findet, dass er sich als das fünfte Rad am Wagen fühlt. Vorher war er noch voll im Zentrum der Beziehung und jetzt scheinen es die Kinder zu sein und er arbeitet nur noch zu. Die Frau fühlt sich aber vielleicht auch völlig erschöpft vom Stillen, nicht schlafen können, vielleicht auch frustriert, nicht mehr zu arbeiten. Ja, und das ist natürlich eine Brutstätte für so Kommunikations-, Abspracheprobleme aller Art. Und interessanterweise, das habe ich ganz oft beobachtet, scheint der Schritt so vom ein auf zwei Kinder viel heftiger zu sein oder mindestens genauso heftig, aber oft wirklich heftiger als von 0 auf 1 Kinder. Das ist, finde ich mal wieder spannend, weil, also ist auch so aus meiner Erfahrung, so mit einem Kind kann man doch noch alles Mögliche machen, Maxi-Cosi stecken, hier hinfahren, da hinfahren, dorthin fahren, aber mit zweien ist man einfach viel mehr festgebunden zu Hause. Kriegt man halt auch nicht mehr so leicht unter die Kinder und es ist einfach ein Riesenunterschied. Aber es ist auch dann oft erst beim zweiten Kind so richtig dieses Gefühl von, wir haben eine Familie. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr jetzt jemand seid, die vielleicht schwierige Zeiten hatten in der Biografie, in der Kindheit. Das finde ich super spannend. Das kann wirklich so sein, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, zwischen 0 und 1 Jahre war in eurem Leben, also als ihr 0, zwischen 0 und 1 wart, war absolutes Chaos in eurem Leben oder Umzug oder Eltern haben sich getrennt oder ich weiß nicht was. Also es scheint einfach so zu sein, dass die Kinder, die man dann selber kriegt, dass man so in einer bewussten oder oft eben auch total unbewussten Erinnerung dieses Alter mit durchläuft. Also wenn dann
euer Kind zwischen 0 und 1 ist, dann kann sein, dass ihr völlig aus dem Ruder lauft, total durcheinander, fertig, irgendwie psychisch völlig instabil seid, ja, weil das einen so erinnert an die, ja, an die eigene Familie. Und wie gesagt, das kann bewusst sein, kann unbewusst sein. Ich habe schon wirklich schon ein paar gehabt, wo das genau gepasst hat und auch nach Ablauf, sagen wir mal, dieser Zeit plötzlich wieder alles so im Lot war. Also ganz allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass wenn man eine schwere Biografie hat, das viel mehr so überschwänglich wird in der eigenen Psyche, wenn man selber Familie gründet. Ja, ansonsten in der Paartherapie geht es wirklich häufig darum, die Paare einmal ein bisschen bei der Stange zu halten, weil das wirklich oft eine Sache ist von so wenigen Jahren, wo es so richtig schwierig ist, denen Tools mitzugeben, dass sie da besser durchkommen, sich besser absprechen, weil Trennung so in dem Alter oder in dieser Lebensphase oft dann wirklich so rein stressbedingt sind und man das vielleicht noch viel eher bereut, als man das sonst tun würde. Also wenn die Trennung so in späteren Phasen ist und vielleicht mehr überlegt ist, wirklich nicht nur einfach so, als ich will jetzt einen stressvollen Zustand beenden. Und man gewinnt natürlich auch nicht viel, ne? Also man kann sich trennen, aber im Grunde genommen macht man immer noch die Kinder und immer noch den Stress und durch eine Trennung dann noch mehr Stress. Und ja, deswegen ist das so halt Fokus vieler Paartherapien dann. Wenn die zweite, also noch größere Gruppe an Paaren, die kommen, sind die, die Kinder in der Pubertät haben. Das ist dann so das klassische Midlife-Crisis-Paar. Also dieser Arbeitsdruck durch die Kinder lässt nach. Also Kinder sind einfach auch ein Riesenstabilisator. Man hat immer was zu tun, man hat immer einen Sinn im Leben. Plötzlich kommen die in die Pubertät, brauchen einen viel weniger und es entsteht plötzlich Freiraum. Und dann denkt man über die eigene Beziehung nach und stellt vielleicht fest, oh, ist gar nicht mehr so gut oder ich wollte noch dies, jenes und dieses und jenes machen, wollte noch Kitesurfen gehen, wollte noch, keine Ahnung, wollte noch Leute kennenlernen, bin eigentlich gar nicht so glücklich in meinem Leben. Die Kinder ziehen in die Welt, so ab der Pubertät oder gehen so stark nach außen. Und das kann eben in so einem Paar oder in einzelnen Partnern eben auch so eine starke Dynamik entfalten von, wow, will ich eigentlich auch nach draußen gehen, aus der Beziehung raus, bin ich noch zufrieden damit? Und das ist in sich jetzt erstmal kein irgendwie kranker Prozess oder so, sondern also ich finde, das ist eine ganz wichtige Lebensphase, so um die 40, wo man wirklich nochmal guckt, will ich so weitermachen, will ich nicht so weitermachen? Und jedes Paar oder jeder einzelne Mensch findet da seine eigenen Lösungen. Das sind dann eben auch häufig Paare, ja, wo Fremdgehen passiert ist oder irgendwie Interesse für andere Menschen oder man das Gefühl hat, man liebt den Partner nicht mehr. Also da geht es schon viel mehr so um die Beziehung als bei jüngeren Paaren mit kleinen Kindern. Ja, das wirklich bei vielen Paartherapien und ich denke einfach, also die Kinder sind da jetzt nicht mehr so der Stressfaktor, sondern einfach, durch diesen Platz, den die plötzlich geben, ja, bekommt dieses Paar mehr Platz und man stellt plötzlich wieder fest, oh, wir haben ja hier eine riesen Latte an Problemen, die wir einfach immer nicht beachtet haben, weil wir uns immer um die Kinder gekreist sind und ja, und plötzlich liegen sie halt auf dem Tisch und müssen angegangen werden. Und man sollte es auch tun, weil also man kann natürlich einfach die Augen verschließen davor und sagen, pff, ich mache nichts, bleib einfach da und ich halte das aus, aber unter Umständen dann mit 70, 80 auf ein Leben zurückzublicken, wo man sagt, Mensch, ich habe also über viele Jahre nicht das gemacht, was ich wirklich wollte, oder war nicht mit dem Partner, mit dem ich wollte, oder war einfach nicht glücklich, das fühlt sich vielleicht dann auch nicht so toll an und so, und irgendwann macht es auch einfach keinen Sinn mehr, durchzuhalten, wenn die Kinder eigentlich schon mehr oder weniger groß sind, falls das überhaupt noch ein Argument ist oder falls es überhaupt ein Argument sein sollte. Was jeder für sich beantworten muss. Ist auch die Frage, ob Kinder so glücklich sind mit Eltern, die nicht glücklich sind, weil, also ich habe so den Eindruck, dass ja Kinder schon so 20%, 20 bis 30% über Erziehung mitnehmen und der Rest ist einfach, was die Eltern ihnen vorleben. Und wenn ihr euren Kindern vorlebt, irgendwie nicht glücklich zu sein, dann ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, und die dritte kleinste Gruppe bei mir jetzt sind Paare, wo die Kinder aus dem Haus gehen jetzt wirklich, also 18, 19, 20 oder auch später, wie das ja teilweise so der Fall ist.
Das ist jetzt nochmal eine Verschärfung dieser Pubertätszeit, wobei so dieses Thema Midlife Crisis dann häufig nicht mehr so ist, das ist ja auch ein bisschen später dann. Aber da ist natürlich wirklich so, dass das Paar auf sich geworfen wird. Unter Umständen geht das noch einher mit Berentung, Pension, noch mehr Umstellung. Und das Paar ist so nach unter Umständen vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten plötzlich wieder zu zweit. Und ja, also wie alle Veränderungen kann das ja eben so ein Paar wirklich stark durcheinander bringen. Man muss sich unter Umständen komplett neu aufstellen. Hier sind es eigentlich auch wieder Sachen, dass man vielleicht die ganze Beziehung anders führen muss, vielleicht neue Hobbys braucht, neue Freunde. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Paare da jetzt nicht so unbedingt trennen wollen, sondern dass es eher so ein Anpassungsproblem ist. Dann gibt es natürlich noch, aber das mache ich glaube ich im Extra-Video, jetzt rund um dieses ganze Thema Kinder kriegen, unbedingt ein Kind kriegen, Versuch über künstliche Befruchtung, Kinder nicht haben wollen, also alles ums Thema Schwangerschaftsabbruch, Kinder krank, Kinder sterben, das ist auch nochmal ein Riesenthema, aber das mache ich glaube ich in einem extra Video. Alle Fragen so rund um Erziehung, so wie sie man, über die man sich natürlich auch prima streiten kann. Also da halte ich mich mal so ein bisschen raus, aber ich bin kein Erziehungsexperte. Ja, betrachte dann eigentlich immer so, was sieht man da jetzt, wie so ein Paar kommuniziert unter Umständen anhand dieses Themas. Ja, wie gehen sie mit Erziehungsfragen um? Also finden sie da im gleichen Nenner so ein Paar? Ja, und so weiter. Was ich auch, glaube ich, extra machen würde, wäre das ganze Thema alleinerziehende Kinder und Patchwork. Das gibt sicherlich dann auch nochmal extra. Ja, wenn euch dieses Video gefällt, haltet oder liked es gerne. Persönliche Hilfe auf eheberatung.info. Über Skype-Sitzung, E-Mail-Coaching und natürlich persönliche Termine in meiner Praxis, die ab September dann auch mehr in der Stadtmitte an der Alster sein wird, aber bis dahin noch ganz normal in der Banschowstraße in Wellingsbüttel. Ja, Fragen an diesen Newsletter an fragen@eheberatung.info oder über ein Formular auf meiner Website. Ich denke, es gibt auch so einen Button wieder in meinen Videos. Und ja, genau, oder über Kommentare zu meinen YouTube-Videos. Auch gerne Anregungen zu vielleicht Videos oder anderen ganz anderen Themen, die ihr vielleicht haben wollt, ohne jetzt persönliche Fragen. Okay, wir werden uns bald wiedersehen.